Hey, gut, dass ich dich hier treffe. Auf dich habe ich gewartet. Du bist genau der richtige Partner für meinen großen Plan. Plan? Ja, genau. Am besten, ich erzähle dir unterwegs davon. Unterwegs? Natürlich unterwegs. Vom Herumstehen kommen wir dem großen Tempel kein Stück näher. Also, geh vor. Ich folge dir. Okay, jetzt habe ich noch eine Nervensäge. Gut. Ich weiß immer noch nicht, wo Bones ist. Der scheint doch irgendwie nicht mehr zurückzukommen. Pamir. Und ich dachte, hier wäre auf einmal irgendein komisches Vieh. Da haben wir noch ein Pantherchen. Zeig's ihm. Ja, der Matt scheint gar nichts zu machen. So, Pantherfell und Tatze. Die Panther geben nicht gerade großartig was. So, und da müssen wir hier auch noch hin. Kleiner Kloß im Hals. So. Ja. Es ist ja auch so schwer, so eine scheiß Spinne zu treffen. Hallo. Upsala. Ach, Matt, verpiss dich. Da ist das große Tor. Der Tempel liegt auf der anderen Seite im verbotenen Tal. Irgendwie müssen wir die Wache davon überzeugen, uns hindurchzulassen. Hey, ich finde es sehr schön hier. Du nicht auch? Das ist jetzt so wichtig, dass du mich unbedingt in ein Gespräch verwickeln musst. Ich meine ja nur, den meisten fällt gar nicht auf, wie schön es hier eigentlich ist. Aber geh nur weiter. Wir haben ja noch so viel zu erledigen, nicht wahr? Vater hätte keinen Blick für diese Mauer gehabt. Wie auch? Er war ja ständig betrunken. Da hast du auch wieder recht. So, ist hier noch irgendwas? Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wie ich Pirat geworden bin? Nein. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das hören will. Das war eine total verrückte Geschichte. Eigentlich wollte ich es gar nicht, aber irgendwie... Du musst wissen, ich komme nämlich von ziemlich weit her und habe gar keine Ahnung von der Seefahrt. Ist ja auch egal, dafür habe ich andere Qualitäten. Das wirst du schon noch merken. Was wollte ich gerade noch erzählen? Gar nichts. Geh einfach weiter. Ja, gut. Wir können ja später noch reden. Das ist echt eine tierische Nervensäge. Hier vorne sehe ich nichts mehr. Hier ist... Mann, dass man die Alligator... Ups. Stirb, du Allivieh. Hätte das nicht so einfach geklappt. So. Sonst scheint hier auch so nichts mehr zu sein. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Mann! Aua! Ich bin verletzt! Du musst auch nicht ständig im Weg herumstehen. Aber das tut weh! Du bist offensichtlich kein guter Kämpfer. An deiner Stelle würde ich mir eine andere Beschäftigung suchen. Nein, ist schon gut. Ich schaff das schon. Wirst schon sehen. Bald werden wir die fette Beute teilen. Aha. Mach ihn wieder! Ah,
der Matt geht mit tierisch auf den Senkel. Das war's dann wohl. Vorne ist nix. Hier sehe ich auch nirgendwo was. Wo haben wir die Krallenaffen hier noch zu Ende abluten? Hier oben ist nichts. Da vorne haben wir den Matt aufgelesen. So, hier auf dem Weg vom Matt ist auch nichts. Dann können wir hier einmal die Warzenschweine erlegen. Tut mir leid, die Äffchen wollte ich eben mal töten. Verpiss dich, Matt. Ich habe mich um Slim gekümmert. Er wird so schnell niemanden mehr in die Irre führen. Und was macht dich da so sicher? Weil ich ihm garantiert keine zweite Chance geben werde. Gut. Denn wenn einer meinen Bruder umbringt, dann bin ich das. Na, besten Dank. Jetzt hab dich nicht so. So, Äffchen gelootet, Feuerblume gelootet und das Warzenschwein abgelootet. Hier vorne haben wir noch einen Teleportstein, das ist doch auch mal endlich was. Kämpf endlich! Packen wir das. Geht doch. Ja, jetzt ist er dran. So. Kümmert du dich um den Alligator, während ich hier nichts machen kann. Halt die Fresse, Alligator. So, hier können wir noch hoch, aber wir gucken erstmal hier hinten. Na toll. Spinne sollte aber eigentlich bedeuten, dass hier noch etwas sein sollte. Außer die Blume, hoffe ich. Aha. Irgendwie bringt das Schießen nie wirklich was. Auf jeden Fall haben wir hier noch eine nette Höhle. Gut, dass wir alles durchsuchen. Eine Blutkappe, aha. Weißt du eigentlich, warum sie mich bei den Piraten rausgeschmissen haben? Halt die Fresse! Nein, aber ich fürchte, das wirst du mir gleich erzählen. Also, das war so. Am Anfang haben mich alle gemocht, weil ich ja eigentlich ein ziemlich netter Kerl bin. Ich habe mir fast die Hände blutig geschuftet für die Kerle, nur um dabei sein zu dürfen. Und was machen die? Sie schmeißen mich raus, nur weil ich versehentlich das falsche Bett benutzt habe. Ich meine, alleine natürlich. So, so, das falsche Bett benutzt, ja? Und das war alles? Glaub mir, ich habe sonst nichts gemacht. Ehrlich. Ja, ja, komm weiter jetzt. Na schön, aber ich war noch nicht fertig. Ja, und wenn du nochmal so scheiße anlaberst, bring ich dich um. Knochenflinte, nett. Oh, man kann Geisterflinte draus machen. Sehr nett. Die ist wahrscheinlich für Hauptwaffe und nicht Nebenwaffe. So, das alte Wissen noch aufluten. Hier vorne ist nichts mehr. Dann können wir ja hier schnell rauslaufen, damit der Flinte überhaupt gar nicht, damit der Matt gar nicht erst nah an uns rankommt und uns anlabern kann. Darauf habe ich nämlich nicht wirklich Lust. Vorne sehe ich nichts. Wow. Hat aber gut geklappt mit dem Schießen, hat sehr viel gezogen. Aber es trifft so gut wie nie.
So, sonst sehe ich hier aber auch gar nichts. Da fragt man sich, wofür ist der Weg hier? Hier vorne ist auch nichts, wo ich ein Äffchen reinschicken kann oder so. Kann man hier hochspringen? Ich wollte gerade sagen, so ein echt schlechter Scherz. Hallo, spring da hoch. Kannst doch sonst das Ganze. Geht doch. So, hier vorne noch irgendwas drauf. Oh, wie seid ihr jetzt so drauf gekommen? Ah, ist geil. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Und einmal wieder runter. Bones! Ist ja auch mal wieder da! Ey, wo kam der jetzt her? So, die beiden sind auch unterwegs. Meine Güte. Die Mauer dort. Sie spricht. Ich höre es ganz genau. Was erzählt sie dir denn? Keine Ahnung. Es ist ziemlich schwierig, Steinen beim Flüstern zuzuhören. Da capo, Gucho. Deinesgleichen hat hier nichts verloren. Das verbotene Tal ist tabu für dich. Nur wenigen ist es gestattet, den heiligen Boden zu betreten. Der zieht vielleicht ein Gesicht. Nicht, dass er uns mit einem Fluch belegt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wie poetisch. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, solltet ihr diesen Ort verlassen. Was hat es mit dem verbotenen Tal auf sich? Das verbotene Tal ist der Sitz unseres Orakels, Gucho. Es ist äußerst wichtig, dass das Orakel in seinem Frieden nicht gestört wird. Die schlechten Einflüsse dieser Welt könnten es verwirren, ja im schlimmsten Fall sogar verändern. Kannst du mir noch mehr über das verbotene Tal erzählen? Dort ist der Dschungel dicht und die Gefahren sind groß. Unsere mächtigste Kiki ist ins Tal entsandt worden, um das große Orakel zu sehen. Wenn die Zeit reif ist, wird sie wieder zurückkommen. Wenn du mehr über uns Kila erfahren willst, dann geh ins Dorf. Es ist südlich von hier. Ich habe hier etwas Proviant für dich. Sheku? Ein Gucho bringt mir etwas zu essen? Das ist Aufgabe unserer Muleke. Ich helfe euren Muleke, das Essen zu verteilen. Davonga, Gucho. Baraka erkennt dein gutes Herz. Es ist gut, dass du diese Aufgabe übernimmst und unseren Frauen hilfst. Hier, nimm dieses kleine Kipawa. Lass mich ins verbotene Tal. Nur der, der das alte Wissen versteht, darf den heiligen Boden betreten. Sonst weiß ich nicht, ob du nicht den Zorn des Orakels erregst. Verstehst du das alte Wissen? Ich habe das alte Wissen gefunden. Es war in einem fernen Land namens Kalador. So, verstehst du denn auch seine weisen Worte? Nein. Dann finde erst jemanden, der dir die weisen Worte des alten Wissens entziffern kann, Gucho. Erst dann kehre zu mir zurück. Du bist ein Seefahrer, richtig? Ja, richtig. Das habe ich mir gleich gedacht, so wie du aussiehst. Ich habe ja gar keine Ahnung von der Seefahrt, aber bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Also, ich werde gerne unter deiner Flagge segeln. Wann legen wir denn ab? Du bleibst am besten hier auf der Insel und sicherst unsere Nachhut. Na schön. Aber wehe, du legst einfach ab und kommst nicht wieder. Würde ich niemals tun. Okay, dann lass uns hier weitermachen, bevor noch jemand anderes unseren Tempel plündert. Einfach mal aufknacken. Und der Matt ist echt nervig, ganz ehrlich. Was hat der Name schon gesagt? Fleisch, Fleisch, Kralle, Fluchsfell. Super. Und wie geht das Tor auf? Riesenketten, da oben geht's aber nicht durch. Rock. Nein. Das bringt uns gar nichts so, da hinzulegen. So.
müssen wir jetzt als nächstes durch das Tor. Können wir jetzt aber im Moment nicht. Das heißt, wir können diesen letzten Teil hier hinten im Moment nicht durchkämmen. Hier oben waren wir schon. Vielleicht noch der Teil hier hinten. Wollen wir einmal hier hin. Und irgendwie müssen wir den Matt loswerden. Hallo Gami. Speichern, ja, mach das mal. Hirotuna. Hier wohnen übrigens die Eingeborenen. Sie nennen sich auch die Kila. Genau wie die Insel hier. Ist das nicht witzig? Das ist ja sehr scharfsinnig. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn du es nicht erwähnt hättest. Ich meine ja nur, du musst echt aufpassen auf die Kerle hier. Ehe man sich versieht, hat man einen Speer im Rücken. Halt einfach die Klappe und lass mich machen, okay? Ich wollte ja nur, dass du Bescheid weißt. Halt die Fresse, Mott. Wegen der Zutaten für dein Zepter nochmal. Chi, bring sie mir, sobald du sie gefunden hast. Einem starken Panther habe ich das Herz genommen. Dann werde ich es gut aufheben. Es wird das Herzstück unseres Zepters sein. Das Herz wird das Herzstück sein. Besser hätte man sich machen können. Ich habe dir all deine Zutaten gebracht. Dann ist das Zepter der Ahnen nun bereit. Ich werde es unverzüglich an Hiruto übergeben. Nur dank deiner Hilfe werden wir die Ahnen nun bald wieder besänftigen können. Vielen Dank. Nimm dies. Es wird dir auf deinen Wegen nützen. Außerdem will ich dich den Zauber des Schwarmes lehren, wenn du bereit bist. Lass uns handeln. Den Zauber des Schwarmes? So, Ding du hier? Fluch der Schwäche. Nö. Schade, aber auch. Nö. Verkaufen. Das Fechtschwert weg. Schattenspiel müssen wir noch zu Weltenspalter umändern. Knochenfinte ist. Reichweitekugel muss. Fähigkeit muss gehen, beeinflusst Trefferchance. Ja, Schwerte geht runter, das heißt, es ist Hauptwaffe. Da geht Pistolen um 5 runter. Das heißt, die Duellpistole ist damit geringfügig schlechter. So. Knochenring. Brauchen wir nicht. Den können wir auch einmal weg. Goldener Ohrring geht Silberzunge hoch. Brauchen wir dann noch einen Punkt. Fusselkrokon. Heldenkraut, Härte, Geist und Einfluss. Oh, perfekt! Einfluss bedeutet Silberzunge. So, die Schatulle kann weg. Stark runterscrollen, die Felle kommen weg. Noch irgendwas? Ein Puschel weg. Das war's auch schon. Handel akzeptieren. Ende. Ich hab jetzt schon fast 8000 Gold. Das ist doch mal was. Ich habe Tenya geholfen, das Zeichen der Ahnen zu fertigen. Ist das so? Nun gut. Dann hast du dich als würdig erwiesen, in unseren Stamm aufgenommen zu werden. Wir werden die Zeremonie der Anrufung abhalten. Dann werden wir sehen, ob die Hike dich erhören. Ach, Scheiße. Ich will kein Voodoo. Ich habe Baraka das Essen gebracht. Chi, das hast du gut gemacht, Gucho. Du hast Ixil einen großen Dienst erwiesen. Dir? Chi? Und natürlich deinen Freunden, den anderen Gutschos. Nun geh. Ixil muss Vorbereitungen treffen.
Nicht so schnell. Was hat die ganze Aktion jetzt gebracht? Unsere Taten werden mit der Zeit belohnt, Gucho. Zerbrich dir nicht weiter den Kopf darüber. Schon bald wird jedes Problem gelöst sein. Die Hike der Kieler werden mit Stolz auf Ixil herabblicken. Bring mir etwas. Ich glaube, das war vergiftetes Essen. Ich hätte wohl sagen sollen, dass es von Ixil kam. Scheiße, der Ixil ist ein Arschloch. Gut, was haben wir denn jetzt noch hier zu erledigen? Kieler. Dafür selber. Aber nicht viel. Verbotene Früchte. Schatz, da können wir noch nicht hin. Zerbrochenes Erbe, Quiz, ne? Achso, ja, ja. Gucken wir uns das mal an. Wo zeigen wir das an? Achso, es zeigt auf die komplette Insel. Warum wird es bei Kieler angezeigt, wenn ich doch auf eine andere Insel muss? Verbotene Früchte. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Aber wir sollten uns erstmal bis Mitternacht hinlegen. Ich muss niesen. Scheibenkleister. Sorry. Oh, Schattenwelt. Super. Jo. Hier scheint keine Person zu sein. Hallo, danke. Da ist nichts. Da ist nichts. Hier waren wir, glaube ich, schon. Ich glaube, tatsächlich hier waren wir, glaube ich, schon. Super. Das war schon eine ziemlich große Sauerei, mich einfach in den Dschungel zu schicken. Wie bitte? Na, die Piraten. Sie haben mich einfach weggejagt. So eine Frechheit. Der Dschungel ist gefährlich. Ich könnte tot sein. Ja, könntest du. Bist du aber nicht. Wenigstens einer, der Mitleid mit mir hat. Geht. Es ist schon wichtig, gute Freunde zu haben, nicht wahr? So, jetzt aber Schluss mit dem Palaver. Wir haben ja noch einen Tempel zu plündern. Ja, Hammer. Einmal bis Mitternacht, damit es auch wirklich richtig dunkel ist. Wo gehen wir eigentlich hin? Das weiß ich noch nicht, aber du wirst es ja gleich sehen. Ich wollte nur sicher gehen. Man weiß ja nie, was einem hier im Dschungel so alles auflauert. Habe ich dir eigentlich erzählt, wie ich... Nein, das hast du nicht. Und es interessiert mich auch nicht. Du musst ja nicht gleich ausrasten. Ich kümmere mich doch nur um unsere Sicherheit. Dann mach das, aber halt die Klappe dabei. Ich muss mich konzentrieren. Na, sag das doch gleich. Ich bin still wie eine Leiche. Du bist gleich eine Leiche. Meine Fresse. So, es ist die dunkle Nacht und... Ich weiß nicht, wie ich an Makoto vorbeikommen soll. Hahaha. Wie gesagt, ich glaube, teleportieren ist die beste Möglichkeit.